Movie Minds. Nur Film im Kopf. Du konntest quasi bisher jedes Engagement, das du angenommen hast, das wirklich immer nur für, also wo du auch voll dahinter standest. Und da gab es auch so Sachen, wo du gesagt hast, aha, also gerade als junger Schauspieler, ich muss alles annehmen. Nein, ich kann dir da eine Geschichte erzählen. wenn du die Frage beantwortet. Ich hatte ein richtig tolles Angebot, einen internationalen Dreh und wirklich tolle Leute, also auch tolle Caster, toller Cast. Die haben mir eine Rolle angeboten und ich kam zum Casting und ich habe gesagt, ich fühle mich nicht gut mit der Rolle. Und ich glaube, das hat niemand zu denen gesagt bisher, also in den Projekten. Und es war jetzt keine Hauptrolle, aber es war eine schöne, größere Rolle. Und ich habe gemerkt, dass ich mich damit jetzt nicht beliebt mache, das zu sagen, was war so. Und ich habe auch gesagt, ja, es ist... Ich habe auch dann erläutert, warum ich mit der Rolle nicht ganz glücklich bin und so. Und ich habe dann in dem Film eine andere Rolle bekommen, obwohl ich gedacht hätte, dass sie vielleicht mit mir nie mehr arbeiten wollen, ne, weil ich ja ihre Rolle nicht will. Was aber auch da wieder kein Ego-Ding war, einfach, ich habe einfach gespürt, die Rolle entspricht mir nicht. Und auch da, ich glaube halt daran, dass ich nur Sachen machen will, mit denen ich auch wirklich was erzählen kann. Mit denen ich wirklich was erzählen kann, was dem Publikum was geben kann, den Leuten, mit denen ich arbeite, geben kann. Und nicht, weil mich dann der Ego-Aspekt einfach aufbläst. Weil das wäre halt die andere Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, ist doch super, jetzt habe ich eine große Rolle und ist doch alles wunderbar. Ne? Und das ist halt ganz, also das ist ganz klar eine Entscheidung. Und da frage ich mich halt, wie gesagt, immer. Hast du das Gefühl, die meisten anderen, ich sag jetzt mal Schauspieler in der Branche, das denken ähnlich oder nicht? Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass die meisten Schauspieler auch so denken. Nein. Nein. Ja, es ist schade. Es gibt so strukturelle Themen einfach unter Schauspielern. Eins ist zum Beispiel, dass die meisten Schauspieler sich sehr abhängig fühlen. Also abhängig fühlen von positivem Feedback zum Beispiel. Das ist, das ist ein Aspekt, der vielen Schauspielern das Leben einfach schwer macht. Also dass ne, viele Schauspieler einfach sehr von Bestätigung abhängig sind. Und da muss ich sagen, gehöre ich eigentlich eher zu denen, die sagen, also ich bin eher davon abhängig, dass die Arbeit sich gut und kreativ gestaltet. Das ist mir unheimlich wichtig. Also wenn das nicht der Fall ist, dann geht es mir schlecht. Wenn ich wirklich merke, was mir nicht oft passiert, aber was passiert. Wenn ich wirklich merke, ich habe jetzt nicht das Optimale gemacht einfach für die Rolle, für mich. Ich habe nicht das Optimale erlebt, was ich erleben will mit dem Projekt, mit der Rolle. Dann geht es mir richtig schlecht. Das ist wirklich so. Ja. Aber ich tick da ein bisschen anders als wenn man das verallgemeinern kann, kann man eigentlich nicht, aber ne, natürlich gibt ja auch also einfach so viele unterschiedliche Herangehensweisen an den Beruf, wie es Menschen gibt, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Aber es ist einfach so eine strukturelle Sache, dass halt dieses Gefallen wollen oder meinen Gefallen zu müssen einfach, finde ich nicht richtig. Ist auch für mich, also ich empfinde es nicht als richtig, ist auch echt nicht mein Maßstab. Es geht mir nicht darum, dem Publikum zu gefallen. Darum geht es mir wirklich nicht. Es geht mir darum, ehrlich zu sein, zu erzählen, was ich richtig finde, die Figur so zu erzählen, wie ich es richtig finde, wie ich es fühle. Das finde ich halt wichtig. Vor allem, man darf nicht aufhören, sich zu fragen, was ist richtig für mich. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ich glaube halt daran, dass man als Künstler unbedingt bei sich bleiben muss. Auch da, ich kenne wirklich viele richtig tolle Kollegen, die sich völlig verlieren, völlig verloren haben. Die einfach nur noch über außen agieren. Und das ist toll, solange es läuft. Nein, es ist nicht toll. Es ist auch, solange es gut läuft, auch schon was ich nicht gern sehe. Aber ich weiß, es bricht Menschen, wenn der große Hype vorbei ist. Und ich habe es wirklich erlebt, dass Menschen sich total verloren haben, weil sie auch meiner Meinung nach den Bezug zu sich selbst verloren haben. Und das ist was ich niemandem, keinem Menschen wünschen würde. Und ich möchte sagen, vor allem keinem Künstler, weil das ist ja letztlich der Grund, aus dem aus man Künstler wird, wenn man für sich eine Entscheidung trifft, für sich was merkt, dass man einen gewissen Weg gehen will. Das fängt ja bei einem selbst an. Und deswegen muss man bei sich bleiben. Und um bei sich zu bleiben, muss man sich eben auch Fragen stellen. Man muss sich auch einfach fragen, will ich das Projekt machen? Will ich so arbeiten zum Beispiel? Das finde ich ganz wichtig, sich solche Fragen zu stellen. Viele haben Angst davor, weil natürlich, wenn man sich solche Fragen stellt, dann muss man auch mit den Antworten dann klarkommen. Aber ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig. Ich finde es wirklich wichtig. Hattest du auch Schwierigkeiten teilweise nach deiner Ausbildung, irgendwie, dass du daran gezweifelt hast, ob du weitermachen kannst? Also irgendwie keine Aufträge kommen rein oder ging das alles nur? Ich hatte einen Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich
dass ich mehr kreativ sein will, als in Stücken bestimmte Rollen zu spielen, an einem gewissen Punkt. Was man ja als Schauspieler einfach macht. Man ist da in einem Ensemble. Es gibt immer diese Dynamik. Im Ensemble ist man ja auch absorbiert, da macht man auch nichts mehr anderes dann. Also nach meiner Erfahrung. Wenn man wirklich dabei ist, dann hat man seine Produktion probt oder steht auf der Bühne und das ist dann das Leben. Ich habe an einem gewissen Punkt gemerkt, dass das jetzt nicht das ist, was ich machen will. Ich habe gemerkt, ich will aus mir heraus kreativ werden. Ich will Sachen machen, die anders sind, als was ich angeboten bekomme eigentlich. Und das war viel eher der Punkt, dass ich gemerkt habe, es stimmt für mich gar nicht wirklich. Ne? Also ich hatte so auch Möglichkeiten halt, also auch an einem gewissen Punkt bei Ensembles fest zu sein, die ich dann ausgeschlagen habe, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte lieber als Autor damals einfach meine Art des Theaters vorantreiben, was viel mit Migration zu tun hatte, was damals ein absolutes Tabufeld für viele war, einfach, was einfach nicht thematisiert wurde. Es gab auch keine künstlerischen Formen dafür. Und da war ich halt einer der Ersten, die gesagt haben, okay, das will ich machen. Ne? Und das wäre halt, oder war für mich einfach nicht möglich an einem festen Haus, ne? Einem Festengagement zum Beispiel. Das war viel eher sowas, dass ich da gemerkt habe, okay, das könnte ich zwar machen, ich habe die Möglichkeit, aber ich will das gar nicht. Ich will einfach da von der Klippe springen und gucken, was passiert. Ne? Und auch da, es hat für mich sehr gut funktioniert, aber das wusste ich ja vorher nicht. Ne? Das war viel eher so der Punkt. Movie Minds, nur Filme.